einem spontanen One-Shot auf diesem tollen Twitch-Kanal. Falls ihr jetzt das Chroniken der Engel erwartet, muss ich euch leider sagen, dass ihr schlecht informiert seid, denn wie ich vor ein paar Stunden angekündigt habe, hat unsere Runde die Seuche ergriffen, nämlich Hotney und Yamera können heute leider aufgrund von Krankheit nicht dabei sein. Und deswegen müssen wir uns spontan etwas anderes überlegen und spielen heute, wie habe ich den Stream genannt? Spaceship Cotton Candy. Ja, und einen One-Shot und schauen mal, was wir hier alles anstellen. Wir spielen nach den Regeln mit Turbo Fate, falls euch das was sagt. Und falls ihr da super, super interessante, super Regelnerd seid. Ich kenne das System noch nicht so lange. Ist mein zweites Mal, dass ich das jetzt Spiel leite. Ich bin für alles, für Verbesserungen immer offen hier. Also, falls wir was falsch machen, wir werden was falsch machen. Lüncht uns nicht. So, ja. Wir können ja mal starten. Also, ich habe vergessen, euch vorzustellen. Also, wir haben dabei heute Lokis Vibe als Kommunikationsoffizierin Cat Niam. Eigentlich Niam, aber... Da steht Cat Niam im Overlay, dann ist das jetzt so. Okay, gut. Ja, der ist auch Charlotte. Genau. Das Overlay hat immer recht, so. ja, Moment, neues Konzept überlegt. Nein, also, ja. Der D-Rex spielt den Wartungsdruiden D-R3X. Hallo. Ja, und Feder spielt die Navigatorin Charlotte. Gopache. Charlotte. Ich weiß jetzt Charlotte. Darauf stehe ich auch. Ja. Charlotte Gopache. Ja. Die höchst verzaubert ist. Ja. Also alles komplett spontan. Wir haben uns um 7:15 getroffen und uns was ausgedacht, irgendeinen Schwachsinn und gucken jetzt, ob das irgendwie eine Geschichte ergibt. So, wir schreiben die Sternzeit, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Sternzeit 2.53971,007 der Quetzilianischen Zeitrechnung. Die aber nur an Bord von der Cotton Candy gilt, weil sie eine von, du hast es besser erklärt, Feder. Es ist eine von 20 Billionen möglichen Zeitrechenarten und da wir Anarchisten sind, haben wir uns die am wenigsten populärste ausgesucht. Ja, wir befinden uns auf dem kleinen, aber feinen Spaceship, dem, Raumschiff Cotton Candy, das nicht umsonst so heißt. Es sieht nämlich von außen aus, als wie eine, wie eine wuschelige, flauschige, Zuckerwatten, Staubwolke im All. Der einzige Grund, warum ich an Bord bin, ich dachte, da könnte man mit Garn spielen. Ja, apropos, warum ihr an Bord seid, vielleicht beschreibt ihr mal, warum ihr an Bord seid und wer ihr überhaupt seid. Dann können unsere Zuschauer und ich auch mal direkt ein bisschen Notizen machen, so wer ihr überhaupt seid. Weil das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. So, ja, wer möchte anfragen? Freiwillige vor. Ja, dann. Ja. Dann mache ich mal den Anfang. Ich habe ja gerade schon angefangen. Mit Garn spielen. Ich bin nämlich ein Katzenmensch. Ich bin halb Japanerin, halb Katze. Ich habe quasi ein normales japanisches Gesicht mit Katzenöhrchen. So dunkelbraun, schwarz getigert. Und dann erstmal normale Frau und dann ab Hüfte abwärts quasi Katze. Also halt wirklich so Katzenbeine und Katzenpfoten und auch der Katzenschweif. Ja, und ich bin hier, weil ich einen Job brauchte als Kommunikationsfrau. Das Einzige, was ich gelernt habe und kann. Meistens, wenn ich Bock drauf habe. Manchmal
auch eher nicht so. Dann landet man in der Warteschleife, wo die ganze Zeit Neon Cat läuft. Die ganze Zeit. Kein Bitte warten Sie, nur Neon Cat. Man hat keine Ahnung, ob man vielleicht irgendwann, weil auf meinem Kontrollpult die Knöpfe, die leuchten und die musste ich abkleben, weil sonst haue ich da die ganze Zeit drauf, um die zu jagen und das geht einfach nicht gut. Deswegen, ich bin halt, ja wie gesagt, für die Kommunikation zuständig und habe keine Ahnung, ob jemand anruft, auf welcher Leitung er anruft. Es ist also reine Glückssache. Ja. Genau. Aber deshalb bin ich an Bord, weil die offensichtlich nicht so gut nachgeforscht haben über mich und das waren die einzigen, die mich angestellt haben. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, kommen wir vielleicht später zu. Ja. Cat Niam sitzt vor ihren abgeklebten Konsolen, weil, ja, sonst könnte man ja sehen, dass jemand anruft oder jemand einen Ruf sendet. Ja. Und hat ein sehr entspanntes Leben auf der Brücke. Weil kommt ja nicht was. So drücke ich halt auf irgendwas, ne? Ja, mal zufällig mal einen Anruf annehmen, ja. Sehr schön, ja. Wie ist das denn bei der Navigatorin Charlotte? Komm, Jane. Charlotte ist eigentlich fix und fertig mit dieser Existenz in diesem Universum. In diesem Multiversum, aber sie war eigentlich schon fertig mit ihrer Existenz, kurz nachdem ihre Eltern sie benannt haben. Benannt. Weil wer sein Kind Charlotte nennt, der kann es nicht gut mit einem reichen. Ich dachte, sie hat sich schon umbenennen lassen von Charlotte in Charlotte. Auf jeden Fall hat das Leben es auch wirklich nicht gut mit ihr gemeint, als hätte sie es nicht schon die wenigen Sekunden nach ihrer Geburt gewusst. Denn zuerst war sie notorische Kettenraucherin, wodurch sie dann Lungenkrebs bekommen hat. Aber da wir in einem hochfunktionalen Multiversum leben, hat sie jetzt eine versalberte Lunge. Das heißt, Rauchen ist überhaupt kein Problem mehr. Danach hat sie sich dummerweise dem Alkohol zugewandt, weil das Rauchen ihr jetzt nicht mehr den Kick gegeben hat. Daraufhin wurde sie Alkoholikerin, daraufhin hat sie Nierenprobleme bekommen, unter anderem. Jetzt hat sie eine versalberte Niere. Dann hat sie mal versucht, sich irgendwie so im Wrestling so zu tätigen. Aber naja, diverse Körperteile von ihr sind versalbert. Unter anderem noch ihr Arm und ihre Augen. Die Augen ist so eine ganz krude Geschichte mit einer neuen Produktionskette an Augentropfen, die aber ganz, ganz fürchterlich schief nach hinten losgegangen ist. Auf jeden Fall ist sie so über diverse Ecken im Universum herumgekommen und hat verschiedenste Erfahrungen gesammelt und kennt sich dementsprechend aus. Ja, und auf der Cotton Candy ist sie sie wurde auf die ganz klassische Art Shanghai. Jemand hatte ihr ein Währungsträger in das Getränk gegeben und nachdem sie es quasi getrunken hatte, hatte sie ja die Währung dann quasi angenommen und deswegen musste sie jetzt auf der Cotton Candy ihren Dienst abtun. Hat sie selber nicht so ganz verstanden, aber jetzt ist sie auf jeden Fall da. Ja, das ist übrigens auch ganz gut so, dass sie auf der Cotton Candy ihren Dienst tut, nämlich als Navigatorin und ist sie die Einzige, die zumindest habhaft, die der Captain habhaft werden konnte, die es schafft, den Navigationssitz zu bemannen, denn der ist außerhalb, oben als kleine Antenne auf die Cotton Candy drauf montiert und oben ist so ein Sessel, der halt leider, weil das Fabrikationsfehler ist, nicht ummantelt ist und deswegen im freien Weltall ist diese Station. Und aufgrund ihrer Cyberware und ihrer Überlebensfähigkeit im bloßen Weltraum ist Charlotte da prädestiniert. Das liegt an einem kleinen mechanischen Einbau in meinem Gehirn, mit dem ich in der Lage bin, meine Haut zu verdichten, und zwar die Kohlenstoffatome darin, wodurch ich quasi immun werde gegen die unleidlichen Verhältnisse im Weltraum. Allerdings spare ich im Moment schon auf die nächste Versalberung, weil ich hatte vor kurzem einen Dreiviertel-Herzanfall, weil irgendjemand mich bei einem Sektempfang mit Wasser übergossen hat und seitdem habe ich eine unglaubliche Wasserphobie, weswegen der Rest der Mannschaft auch sehr froh ist, dass ich außerhalb des Schiffes die meiste Zeit bin, weil ich wasche mich seitdem nicht mehr. Ja,
hat viele Leute irgendwie dazu veranlasst, ja, dir zum Geburtstag den Wartungsdruiden D-R3X zu schenken. Ja. Ach, der gehört mir! Ja, ja. Habe ich so verstanden bei der Erschaffung, oder nicht? Erzähl mal, Wartungsdruide D-R3X. Ja, ich bin D-R3X, ein ausgezeichneter Wartungsdruide, meines Zeichens Testsieger der Stiftung Cybertest in der Kategorie Effizienz, weil ich nämlich mit meinem wunderbaren Multi-Gadget-Arm alles blitzschnell reparieren kann und das geht garantiert niemals schief. Was die Leute, die der guten Charlotte Copperchain mich geschenkt haben, nicht wissen, ist, dass ich ein Montagsmodell bin, denn ich habe ab und zu mal so ein paar Aussetzer. Ja. Meistens dann, wenn es um Waschen geht. Ja. Okay. Ja, also wir haben eben ja schon geklärt, die Kommunikationsoffizierin ist auf der Brücke und chillt vor den Kommunikationskontrollen. Wo ist die Navigatorin gerade auf ihrem Posten außerhalb des Schiffes? Ja, und ich versuche verzweifelt die Brücke anzufunken. Aber seit 2 Stunden, dass die mir mal eine neue Sauerstoffleitung schießen sollen, weil die alte, die verstaubt so langsam und meine Lungenfilter machen das nicht mehr so lange mit. Aber irgendwie, naja, das letzte Mal habe ich 4 Tage gefunkt, also alles okay, so im All. Ja. Es kommt immer nur die Warteschleife. Ja, langsam geht mir ein Cat tierisch auf den Sack. Aber in Anbetracht des riesigen Asteroidenfeldes, auf das wir gerade zusteuern, ist das wahrscheinlich recht angebracht. So. Ich teile währenddessen meine Nägel, aber weil die Titanium verstärkt sind, kommt halt nichts von den Nägeln ab, sondern von der Feile, aber ich mach's trotzdem. Ja. Wo befindet sich der D-R3X? D-R3X befindet sich im Maschinenraum und tüftelt da gerade am Zuckerwatteantrieb rum. Der hat nämlich in letzter Zeit ein bisschen den Geist aufgegeben und deshalb dümpeln wir jetzt schon seit geschlagener Woche hier rum. Ich habe auch schon per Funknachricht Ersatzteile bestellt, aber irgendwie... Du wartest noch auf den Rückruf! Ja. Bevor eigentlich der Captain ist nicht da. Immer noch nicht. Keine Ahnung, wo der steckt. Nein, der Captain sitzt auf seinem Kapitänsstuhl natürlich mitten auf der Brücke. Der Captain ist der Trolloide Gonzo. Ach, Gonzo. Moment, ich muss mir einen tollen Nachnamen überlegen. Moment, Gonzo. Gonzo Troll, Trollkopf, ja. Und zwar für ihn extra umgebaut, der Kapitänsstuhl, weil er als Troll ziemlich dick und breit ist. Und er ist halt nicht so ein Troll, wie man den bei Herr der Ringe als Kampftroll kennt, sondern einer von diesen dicken Trollen mit ausladendem Bauch und ja. Ein ausrangierter Wartungsdruide dient ihm als Fußbänkchen. Hat die Füße hochgelegt, den Kopf in den Nacken gelegt. Kommen wir immer noch nicht voran. Navigation! Navigation! Keine Ahnung, Niam. Stellt die Kommunikation nicht durch? Niam, stell mich mal zur Kommunikation durch. Zur Kommunikation? Das bin ich. Was willst du? Ach ja. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr. Was wollte ich nochmal? Hat das jemand mitgekriegt, was ich gerade wollte? Wo ist denn überhaupt alle? Warum ist die Brücke leer? Weiß ich nicht. Und ich schub so ein Wasserglas um. Ich weiß nicht, Moment. Während ich das Glas verschiebe, wird so ein Kleberchen so ein bisschen angelöst und es erscheint ein leuchtender Knopf und ich drück schnell drauf. Mhm. Naja. Verbind mich mal mit dem Maschinenraum.
Irgendwie sieht das auf dem Bildschirm aus, als ob wir immer noch stehen. Ist das so? Weiß ich nicht, mir doch egal. Ich tippe auf den Knopf, von dem ich glaube, dass da Maschinenraum draufsteht. Ich weiß es ja nicht, es ist abgeklebt. Ja, wo kommst du denn raus? Sag mir mal, wo der Captain Gonzo rauskommt. Konfuse. Captain Gonzo hier! Wir stehen immer noch. Wie sieht's aus da unten? Scott hier von der Kombüse. Wir haben immer noch keine richtige Zuckerwatte herstellen können. Wie Kombüse? Einen bösen Blick Richtung Ketten. Ich wollte eigentlich mit dem Maschinenraum reden. Ja, hier ist aber die Kombüse. Entschuldigung. Weitermachen. Kett, nicht die Kombüse. Ich überlege nochmal, löse so ein Kleberchen an, sehe ein M und drücke auf den Knopf. Mhm. Diesmal ist es auch richtig. Hallo, Maschinenraum. Captain, was gibt's? Ist da im Maschinenraum, nicht die Kombüse wieder. Hier sieht's nach Maschinen aus. Gut. Also die Kombüse sagt, wir kriegen noch lange nicht Zuckerwatte nachgeliefert. Aber was ich eigentlich wissen wollte, warum stehen wir? Immer noch. Weil der Zuckerwatteantrieb immer noch kaputt ist. Ja. Okay. Die bestellten Ersatzteile sind raus. Raus? Wo raus? Ich habe die Bestellung aufgegeben. Schau zu Richtung Cat. Flacker auf meiner Tastatur rum. Guck mal nach. Und sobald ich das gefunden habe, schicke ich das schnell raus. Ich weiß nicht, die werden Lieferschwierigkeiten haben. Wer weiß das schon. Können wir zumindest die Schubdüsen antreiben, dass wir... Irgendwie sieht das dann ziemlich bedrohlich aus, dieses Asteroidenfeld, was da auf uns zutreibt. Werde schauen, was ich tun kann. Cat, gib mir doch mal hier die Copper Chain. Ich löse ein paar Kleberchen an, weil ich keine Ahnung mehr habe, wo die Navigation ist. Es wird immer fahriger, ich löse immer wieder die gleichen an und irgendwann finde ich den richtigen Knopf und drücke ihn. Brücke, Kapitän Gonzo an Navigatorin Copper Chain. Was ist denn jetzt schon wieder los? Captain! Ja! Jetzt erreichen wir sie endlich! Was? Wie? Dieser Stern ist auf! Hör mal, du solltest weniger rauchen! Es ist der Sternstaub, Captain! Ich versuche sie seit 2 Wochen zu erreichen! Aber dringender seit 6,85012034 quetzalianischen Zeiteinheiten. Seitdem ist das Asteroidenfeld, dem ich auf unserem Schirm. Und ich brauche dringend eine neue Sauerstoffleitung hier hoch. Oder Lungenfilter. Können Sie mal bitte meinem Mechaniker Bescheid sagen, dass er mir die hochschickt? Per Rohrpost. Ich muss die wechseln. Natürlich. Cat. Gib mir noch mal den Maschinenraum. Oh, ich guck noch mal, drück auf den Knopf. Das ist aber wieder die Kombüse. Captain Gonzo hier! Sofort eine neue Sauerstoffflasche per Rohrpost an die Navigatorin Copper Chain. Ja, Chef. Scott hier wieder. Die ist die Kombüse. Wenn ich das höre, guck ich schon und fahre ich unter meinen Aufkleber. Ich könnte einen Sauerstoffkuchen backen.
Ja, machen Sie das. Schicken Sie den Rohrpost nach oben. Wenn Sie uns reden, drücke ich den Knopf im Maschinenraum, als wäre nichts gewesen und fall wieder meine Krallen. Hallo? Hallo, noch da? Kombüse? Was soll ich mit Kuchen? Wer ist denn da jetzt schon wieder? Maschinenraum, D3RX. Ah. Ja. Haben Sie einen Wartungsdroiden frei? Navigatorin Copper Chain braucht dringend eine neue Sauerstoffflasche. Guck mich um, sehe da so einen ganzen Stapel. Ist hoffentlich noch irgendwas nicht abgelaufen. Nö. Und nehme dann eine, pack die in die Rohrpost, drück ein Knöpfchen. Muss aber leider durch die Kommunikation nochmal freigeschaltet werden. Stunden später. Bürokratie. Ja. Zwei Tage später. Nee, es wird dann wahrscheinlich eine Zeit lang dauern. Also es wird wahrscheinlich der Kuchen zuerst ankommen. Ja. Feder, wie sieht denn so ein Sauerstoffkuchen aus, den du da gerade aus der Rohrpost ziehst? So ein bisschen wie so ein Soufflé. Es bedeutet, also zuerst ist er natürlich höchst komprimiert, aber sobald sich quasi dieser sauerstoffgefüllte Kuchen im Weltall entfalten kann, sieht es so ein bisschen aus, als hätte man einen Luftballonkuchen, der halt so ein bisschen vor mir rumwobbelt. Und ich denke mir so, ja toll, was soll ich damit? Hunger habe ich schon, aber das reicht nicht, um meine Filter durchzupusten, aber ich esse ihn halt trotzdem. Ne, also. Ja. Das ist ja echt anstrengend. Cat, du hast die Brücke. Ich muss mal wieder Mittagsschlaf machen. Oh Gott, wir sind verloren. Pfeil weiter. Naja. Also pass mal auf, dass die Copper Chain da ihre Sauerstoff kriegt. Mhm. Und wenn nicht, dann kannst du diesem komischen Wartungsdroiden da mal vielleicht, keine Ahnung, eine neue Sicherung einbauen oder so. Ich lasse sicherheitshalber einfach mal die Navigation die ganze Zeit geschaltet und ja, fall weiter die Nägel. Also im Grunde hast du jetzt die ganze Zeit ein metallisches Quietschen im Ohr. Ja, es kommt auch immer dieser riesige Asteroid immer näher an das Raumschiff herangeflogen. Ja. Der Sauerstoff kommt und kommt nicht. Also beschließe ich jetzt auf Sicht mit der Brücke zu kommunizieren, indem ich so eine Reißleine an mir, so eine Sicherheitsleine an mir festmache. Dann wie im Schwimmtraining quasi so den Sonnenfilter vor meine versalberten Augenklappe. Dann dehne ich mich ein bisschen und dann mache ich einen Kopfsprung von meiner Plattform runter vor das Raumschiff. Und hoffe, dass ich halt am Fenster vom Kontrollraum von der Brücke vorbeischwebe. Das heißt, ich stürze mich so in die Cotton Candy rein und grab mich da so ein bisschen durch und suche das Fenster von der Brücke. Mhm. Ja. Ich war so ein bisschen so. Ja, findest das natürlich auch und siehst durch das Fenster von draußen rein, wie dann. Klopf, klopf, klopf! Miau! Klopf, klopf, klopf! Miau! Klopf, klopf, klopf! Miau! Also ohne Ton, du siehst halt klopf, klopf! Okay, haben wir für so einen Fall quasi so eine Art Schleuse neben dem Fenster? Ja, du kannst die Navigation quasi einklappen, einziehen. Ja, falls irgendwie mal Kampf ist oder so, ist okay. Das ja blöd, die Navigatorin draußen zu haben. Aber. Ja. Okay, dann wird wahrscheinlich, weil quasi ihr Gewicht nicht mehr auf dem Stuhl sitzt, wahrscheinlich sowieso der Knopf leuchten. Ich muss ja jetzt durch sie sowieso in die Richtung gucken und ich habe ja jetzt auch die Brücke, weil der Captain schläft ja. Leuchtender Knopf, wir wissen, was das heißt. Ich mach voll Kopfhüpfer und ja. Und was haben wir denn? Um die Sache noch ein bisschen zu verschärfen, schreib dir mal einen Fate-Punkt mehr auf.
weil in diesem Augenblick geht der Alarm des Schiffes los und überall kommen diese rote Alarm. Überall gehen die Lichter an auf der Brücke. Okay, also first things first. Ich hacke auf den Knopf, der zuerst geleuchtet hat, und dann, kannst du im Grunde sehen, wie so ein Regenbogenstrahl durch die Brücke hüpft und einfach alle Knöpfe drückt und die leuchten. Und teilweise sind das auch nur Blinkanzeigen, die überhaupt keine Knöpfe sind, aber ich versuche trotzdem sie zu drücken und ja. Ich glaube nicht, dass ich davon mitbekomme. Doch, Charlotte, du kriegst das mit, weil du bist ja irgendwie außen ja vor diesem Fenster und siehst dann, wie oberhalb des Fensters sich so die Torpedo-Schleuse öffnet. Ich guck den Torpedo an. Okay, ja, den Torpedo. Was zu einem lustigen Ketteneffekt bestimmt führt, weil wenn ich den Torpedo festhalten kann, dann wird das Schiff jetzt plötzlich einen Satz nach vorne machen, weil ich ja mit der Reißleine am Ausguck hänge und der Ausguck hängt am Schiff. Und wir schießen auf den Asteroiden zu. Juhu! Yeah. Noch näher. Das ist aber eine sehr tollkühne Aktion, möchte ich dazu sagen. Ja. Wenn der Droide jetzt noch anfängt, ein Loch in unser Raumschiff zu hacken, dann... ein Loch in unser Raumschiff! Und ich weiß, das ist nicht klug! Ja gut, okay. Ich hänge an dem Torpedo. Der Torpedo schießt auf den Asteroiden zu. Es kommt, geht ein Ruck. Es geht ein Ruck durch das Raumschiff. Ja. Im Maschinenraum gehen die ganzen Sauerstoffflaschen immer. Ja, hängen so ganz viele wie im Flugzeug so von der Decke. Ich habe gerade auch noch mal ein bisschen auf dem Antrieb rumgehämmert, als Nyan-San alle Knöpfe angefangen hat zu drücken und deshalb dann auch unten im Maschinenraum voll die Party abgeht. Licht geht aus. Anders. Kriegt dann auch noch einen kleinen Stromschlag ab, weil ich dann natürlich daneben hämmer. Rappel mich dann auf und drück dann mal, weil das die einzige Möglichkeit ist, nach oben zu kommen. Knopf in der Hoffnung, dass der Aufzug kommt. Ja. Aufzug kommt. Geh dann rein und fahr dann mal auf die Brücke und möchte dann mal rausfinden, was da los ist. Ja, fährst auf die Brücke und siehst eine wild um sich schlagende Cat, die auf sämtlich von einem Licht zum anderen hüpft. Und vorne aus dem Fenster kannst du sehen, wie das Schiff an dieser Leine an dem abgeschossenen Torpedo hängt und ihr mit wahnsinniger Geschwindigkeit auf den Asteroiden, den du noch vorher noch nie gesehen hast, weil du warst schon ewig nicht mehr hier auf der Brücke, zusteuert. Wenn irgendwas an dir leuchtet, drücke ich es auch. Der An- und Ausschalter. Ja. D-Rex, es ist mal, genau, schreib dir einen Fade-Punkt auf. Du als Droide garantiert irgendwas, was leuchtet. Und bitte hab keinen Selbstzerstörungsknopf. Bitte lass das Schiff keinen Selbstzerstörungsknopf haben. Ja. Was für einen Knopf hast du gedrückt? Ja. Ich drück dann Nyan-San ein bisschen beiseite, schüttel den Kopf und gehe dann an dieses Riesenpult mit den Knöpfen und möchte doch mal scharfsinnig rausfinden, mit welchem Knopf man denn dieses Torpedo zumindest ein bisschen umlenken kann, damit wir nicht aufs Meteoritenfeld. Mhm. Ja, würfel mal im Discord. Und ich würde sagen, das ist gar nicht so schwer gegen die 1. Das ist eine 0.
Hast du. Aber scharfsinnig habe ich plus 2. Dann schaffst du das. Und ja, findest schnell heraus, welcher von den abgeklebten Knöpfen. Torpedos wird kein abgeklebter Knopf sein. Aber ja. Ich hack da so ein bisschen drauf rum. In meinem Multi-Gadget ist da noch so ein Stecker, den ich in eine Konsole stecke, damit ich dann auch eine vernünftige Koordinate rausfinde, wo ich das Torpedo hinschicken kann. Mhm. Ja. Ja. Der Torpedo wendet quasi und ihr fliegt im letzten Augenblick am Asteroiden vorbei. Aber immerhin habt ihr jetzt eine Antriebsart gefunden, die euch vorankommen lässt. Frage ist nur, wie... Ich halte krampfhaft die Verbindung zwischen meinem Cyberarm und meinem richtigen Arm fest, damit ich ihn nicht verliere an dem Torpedo. Vor allem, das Ding muss ja auch irgendwann eigentlich hochgehen und ich weiß jetzt gerade nicht, wann ich loslassen soll. Mhm. Ja, es ist ein Problem. Ich habe das schon erkannt. Also ich schon, die anderen wahrscheinlich noch nicht. So. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie ein Lämpchen oder so? Was? Ein Lämpchen? Immer heftiger blinkt? Ja, gibt es ein Lämpchen auf dem Torpedo, das immer heftiger blinkt oder so? Ich weiß es nicht. Moment. Kann ich irgendwie rauskommen? Kein Lämpchen. Oh. Nein! Vielleicht gibt es drinnen eins und ich hau die ganze Zeit drauf. Du könntest einen Fade-Punkt ausgeben, um ein Lämpchen zu machen. Ja, ich gebe einen Fade-Punkt aus, um eine Sekundenanzeige auf dem Torpedo zu erschaffen, wie lange ich noch habe. Ja, du erschaffst die nicht, die ist einfach da. Ja, also klar. Ja, die ist plötzlich einfach da, genau. Ja. Gut, mache ich. Wie lange habe ich denn noch nach quetzalianischer Zeit? Nach quetzalianischer Zeit 25 Jahre. Oh, gut. Das geht aber rapide langsamer. Das ist aber nicht so lang. Ja, gut. Ich kann ja umrechnen. Beziehungsweise, ich weiß, ich lasse ihn Kannst dann quasi du? So, keine Ahnung. Ja. Mhm, okay. Also ich denke, dass ich das kann. Ich habe noch kein versalbertes Gehirn, aber ich bin schon länger auf diesem Raumschiff. Ja, du bist auch die Einzige, die unbedingt nach quetzalianischer Zeitrechnung rechnen wollte. Das ist eine gute Zeitrechnung! Die ist die Einzige, die mit 6 3/4 Einheiten arbeitet. Mhm. Das ist wichtig! Ja. Die Zahl 6 3/4 wird sowieso viel zu sehr unterschätzt. Quetzalianer haben eine ganze Gottheit, die nach dem 6 3/4-System arbeitet. Darüber könnte ich stundenlang philosophieren. Das sind die Gedanken, die dir gerade durch den Kopf gehen, als es nur noch 20 Jahre sind. Ja, ich lasse ihn dann so ab 15 los, damit er dann vorausfliegt und dann irgendwo vor uns explodiert, sodass ich in diese Explosion reinfliege, wahrscheinlich, weil wir selber noch genügend Flugkraft haben. Und es ist Schwerelosigkeit. Und das Einzige, was ich mir einfach nur denke, ist so, ich hasse meinen Job, während ich halt meine Haut quasi, meine Haut sich schwarz färbt, weil sie halt ja immer noch verdichtet ist, während ich in diese Explosion reinfliege. Und dann drücke ich auf diesen Rückholknopf an meiner Zipline und lasse mich auf meinen Sitz zurückziehen und kurbel dann mich mal per Hand in die Brücke runter. Weil, warum auch immer, hat das Ding keine Elektronik. Ja, warum auch? Ich weiß es auch nicht. Dafür gibt es elektrische Fensterheber. Ja, ja, genau. Aber keine Fenster. Richtig. Das war das Erste, was wir festgelötet haben auf diesem Schiff. Ja. Ja, in dem Moment, wo du irgendwie auf die Brücke runterkommst und den Droiden und Cat, die immer noch zwischen den ganzen rot blinkenden Alarmknöpfen hin und her springt, betritt eine weitere Person die Brücke. Nämlich ein Ork, der Sicherheitsoffizier. Esteban. Typischer Ork mit diesem großen Unterkiefer in den Hauern. Was ist hier los? Warum haben wir Torpedos abgeschossen? Warum haben wir roten Alarm? Die Katze ist mal wieder ausgerastet. Cat! Habe ich denn nicht gesagt, du sollst die Tasten abkleben? Kann ich. Sind zu viele Lichter, muss Moment. Alle erlegen. Er läuft mit seiner schweren Space Marine Rüstung
Richtung Cat. Greift mit seinen großen Pranken auf die Schulter, hält sich so auf dem Boden fest und hält dir dann erstmal eine von den Pranken dann so vor beide Augen. Man hört ein. Wir sollten dir doch mal diese schwarze Brille kaufen. Der Gute Idee. Wo ist der Captain? Schläft er immer noch? Cat, wo ist der Captain? Hat er nicht gerade Nickerchen? Apropos, ich bin total ausgepowert und fange unter seiner Hand an zu schnurren und einzuschlafen. Er krault mit der anderen Hand so. Schüttelt aber und der anderen Sehnen schüttelt mit dem Kopf. Nickerchen, ne? Moment mal. In dem Moment geht die Luftschleuse an der Decke aus. Ich fall raus, weil es gibt auch keine Zinne. Sondern es gibt doch die Luftschleuse und ich kann dann aussteigen und dann drücke ich den Knopf und jedes Mal falle ich raus. Jedes Mal! Hallo, Charlotte. Darth Vader, gehe ich erstmal rüber zu einem Kasten, der eigens für mich eingerichtet wurde, wo meine Lungenfilter drin sind. Nehme mir dann quasi den Kehlkopf raus, tausche die Lungenfilter aus. Oh, endlich! Nach 2 Wochen schmecke ich nicht mehr nur noch Staub. Was ist denn hier los? Und dann drücke ich mal auf den Ausknopf, dass die ganzen Lichter aufhören. Cat hat wieder Scheiße gebaut, wie immer. Ich hab mutig. Habe ich versucht, seit 2 Wochen zu erreichen. Seit 2 Wochen! Im Schlaf zuckt mein linkes Bein so ein bisschen so in der Luft, so. Aber ansonsten schnurren. Ich guck mal zu, D-REX. Wann sind wir nicht dabei, auf auditive Signale umzuschwenken? Keine Ahnung, Nebelhörner oder so, wenn da jemand was will. Tada! Jedes Mal, wenn die Kommunikation von uns kommt, dieses ganze Schiff. Wenn die Bestellung der Ersatzteile durchgeht, bin ich bereit, das einzubauen. Meint, ich guck mal eben nach, wie lange die Ersatzteile. Die Ersatzteile wurden vor 2 Stunden bestellt. Ich gleiche das in meiner Datenbank ab. Die Bestellung wurde vor 4 Wochen aufgegeben. Pass auf, D-R3X. Die nächste Bestellung machst du nicht über Cat, okay? Direkt verschicken. Aber dafür müssten wir sein Protokoll überschreiben. Er braucht ja immer die Absegnung des Captain. Ja, mach das mal. Bürokratie ist eine Last. So, apropos Captain. Wir müssen den Captain vielleicht mal Bescheid sagen, was hier für Unsinn passiert ist. Ich weiß auch nicht, was für ein Narren der an Cat gefressen hat. Warum die immer noch hier auf der Brücke sitzen darf. Ich glaube, er findet sie niedlich. Ich gleiche alles ab, was ich in meiner Datenbank finde und komme dann zum Schluss. Sie hat Katzenöhrchen. und Beantoes, also diese kleinen Bubbel unter den Zehen. Ja. Stimmt, Katzenöhrchen sind schon ziemlich niedlich. Aber das ist ein guter Punkt. Ich gehe mal in die Postabteilung und gucke mal, was überhaupt eigentlich schon da ist von den vor 2 Jahren aufgegebenen Bestellungen und was da unten seitdem verstaubt. D-R3X, komm mit! Cat kann den Captain wecken und ihm erklären, was sie da bestellt hat. Cat schläft. Naja gut, wir haben jetzt ein wenig Schubkraft, das heißt, wir treiben ohne Steuer sowieso in den Weiten des Weltraums rum. Guck mal so raus. Aber hier ist nichts! Nichts. Ein Echo! Ich werde das mal an den Wissenschaftsoffizier weitergeben, warum es im Weltraum Echo gibt. Ja. Das ist eine sehr kluge Idee. Und dann, suche ich den Aufzug, um zur Postabteilung zu fahren. Ja.
Nee, zusammen mit D-R3X. Muss es ihn dann noch umprogrammieren? Ja, ich habe mal so eine Plantine mit Schimpfwörtern bestellt vor 4 Jahren. Die wollte ich immer mal in seinem Kopfspeicher festhalten. Vielleicht ist die ja mittlerweile da. Ja, also die Postabteilung ist natürlich mit einem gelben Schott versehen, ne? Also wenn ihr aus dem Turbolift raussteigt, ist natürlich ein gelbes Schott. Dann einen großen Posthorn. Und ja. Aber wir sind auch seit Öffnungszeiten da, richtig? Natürlich. Ja. Aber es steht noch jemand hinter dem Schalter. Ah, gut. Du bist doch da. Wir sind hier, um die Bestellung abzuholen. Tippt nur so auf die Öffnungszeiten-Tabelle vor sich. Wir haben geschlossen. Nein, das kann nicht sein, weil erst vor 6¾ Stunden gab es eine quetzalianische Zeitumstellung auf das quetzalianische 6¾-Jahr. Das bedeutet, wir sind noch genau in der Zeit. Und ich schraube so ein bisschen an der Uhr rum. So. Hier gilt Postzeitrechnung. Postzeitrechnung, ja, warte, das ist Pi mal 3/4 Inks. Also in quetzalianischer Zeit werden wir noch pünktlich. Worum geht's denn? Also das ist übrigens... Es ist übrigens kein Mensch, sondern es ist ein weiterer Außerirdischer, nämlich halb Vogel, halb Dinosaurier. Oh. Okay, ich guck mal D-R3X an. Wann sind die letzten Bestellungen bei dir eingetroffen? Ich überlege kurz. Ich überlege vielleicht ein bisschen länger. Die letzte Bestellung ging vor einem 3/7 Quatzillionen Jahr ein. Postrechnung? Richtig. Oh. Okay, wir sind hier, um die Bestellung der letzten 10¾ Jahre abzuholen. Wieso melden Sie sich eigentlich? Vergessen Sie es. Vergessen Sie es. Ich glaube, das müsste in dem vergessenen Raum sein. Zeug zeigt so in einer Ecke dieser Station, wo so eine schwarze Tür drauf ist, überall mit Spinnenweben drauf. Wo so ein Krrrr, hört so ein bisschen, also so ein Einspielen. Diese Psychomusik, wenn ihr da drauf guckt, so. Da ist wirklich schon ewig keiner mehr drin gewesen. Na gut, dann. Seid ihr sicher, dass ihr da rein wollt? Da ist wirklich alles drin. Was nicht meine Berechnungen wurde. Ergeben, dass ich in den letzten 30 Millionen Quatzillionen Jahren dort Leben entwickelt haben könnte. Das würde vieles erklären, was an Geräuschen aus diesem Raum dringt. Vielleicht sind die intelligent genug, um unsere Probleme zu lösen. Ich fürchte, dann müssen wir das dem Captain melden, wenn wir es mit einer außerirdischen Invasion auf unserem Schiff zu tun haben. Aber vielleicht fahren wir erstmal rein. Nur mal gucken. Ich bin ja tollkühn, ich will da reingucken. Das Shot öffnet sich mit einem lauten Zischen und es kommt hier so ein abgestandener Geruch hin. Und es ist völlig dunkel hinter dem Shot. Man hat so ein bisschen den Eindruck so von abgestandener Luft. Ich gebe dem Wartungsdruiden einen Klaps auf den Hinterkopf, wodurch ich seine Taschenlampenaugen einschalte. Ja, die flackern natürlich, weil er hat dann Probleme mit der Stromversorgung. Ja. Die muss ich auch nochmal festlöten. Ich muss bei dir sowieso alles festlöten. Festlöten ist sowieso die beste Möglichkeit, um irgendwas bei dir festzubekommen. An dir ist auch so ein Ork-Mac verloren gegangen, ne? Wie gesagt, ich war schon fertig mit meinem Leben, da war ich gerade mal 5 Minuten alt. Ein Ork-Mac wäre eine grandiose Verbesserung gewesen. Und dann schiebe ich ihn so mit dem Fuß vor, so. So, geh vor. Geh vor, ich folge dir. Ich gehe in
wirklich winzigem Schritttempo vor. Also wenn man es vielleicht so kennt aus den Star Wars Filmen, wenn C-3PO Angst hat, so dieses, diesen Trippelschritt, genauso bewege ich mich vorwärts. Ja, du siehst eine ewig lange Regalreihe vor dir. Schwarze und graue Boxen, fein säuberlich sortiert, in unendlich hohen Regalen. Und wenn deine Trippelschritte machen noch so ein Echo. Es klingt, als hätte es hier schon lange nichts mehr gegeben. Ich gehe mal in so eine Box und puste mal darüber so. Dicker Staub. Oh, die Asche meiner Eltern. Ich schieb das wieder zurück. Ja, das kann das ja weg. Ich nehme mir die nächste Kiste. Oh, guck mal. Mal. Deine neu, nicht mehr neu ausgemustert, mittlerweile nicht mehr up-to-date Sicherung. Wir können neue bestellen. Viel Erfolg. Oh, das ist für den Captain. Vielleicht schauen wir mal rein. Ich stelle mich hinter dich, leuchte dir mit meinen Augen. Es flackert so ein bisschen. Ist nicht leicht zu lesen, weil halt mehr dunkel als hell ist. Aber funktioniert irgendwie bestimmt. Ich mach das mal auf. Wieso bestellt sich der Captain eine Kiste? Eine leere Kiste. Ah, das sind die Gedanken, die ihm verloren gegangen sind. Entschuldigung, die sind bestimmt alle weg. Moment. Wenn er die Kiste zumache. Der hat ja so Probleme mit seinen Gedanken. Ja, sein Gehirn ist ja gasförmig. Immer wenn er nie ist, da was er sagen wollte. Temporärer Verstandsverlust. Ja, ja, ich erinnere mich. Schlecht. Gut, wir brauchen... Pass auf, wir versiegeln den Raum einfach wieder und bestellen die Sachen neu, bevor wir hier finden, was wir brauchen. Ja. Dann geht die wieder... Ich immer noch gerne die Plakette mit den Schimpfwörtern hätte. Tja, musst du suchen. Guck mal den Wartungsdruiden an. Kannst du nicht berechnen, wo die hier abgelegt worden wären? Gesetzt im Fall, dass sie schon angekommen sind. Ich versuche mich mal an so einer Konsole ins Lagersystem reinzuhacken. Ah, okay. Ja. Um rauszufinden, wo denn so eine Lieferung eingegangen sein könnte. Ja, cool. Und zwar möchte ich das, glaube ich, sorgfältig machen, um auch wirklich eine Lieferung zu übersehen. Also es dauert eine Zeit lang. Ne? Ja. Okay. Das Postsystem ist natürlich unglaublich gut gesichert, deswegen ein Test auf die Null. Einen eigenständigen Virus eingefangen. Das kriege ich, glaube ich, gerade so hin mit einer 4. Ja. Kein Problem. Dann kriegst du sogar noch einen Schub extra, also irgendwie eine Extrasache, die dir besonders gut gelingt. Ja. Kannst du aber selber beschreiben, was das ist. Ich finde dabei nicht nur den Standort der Diskette mit den schönen neuen Schimpfwörtern für mich, die ich lernen soll. Sondern
Ich finde außerdem einen sehr lustig blinkenden Weihnachtsbaum, also mit so LED-Fasern, den der Captain zu Weihnachten bestellt hat, der nicht angekommen ist. Okay. Ja. Da freut sich Nyanzan. Bling, bling, bling. Dann komme ich dazu gar nichts mehr. Also noch weniger, gar nichts. Ja. Ich hole dann so den Karton mit dem Bäumchen raus. Da wird sich Nyanzan freuen. Aber nicht die Platine mit den Schimpfwörtern. Die sind nämlich ganz oben im Regal. Und, ja. Dann kann ich auch klettern. Dann kletter mal hoch. Ja, dann kletter ich da mal hoch. Auf die 2, würde ich sagen. So eine steile, mit Kisten besetzte Wand hoch. Und weg. Sie drückt ja, sich. Weil sie ja in den anderen Channel muss. Einmal mit Profis. Mit Profis auf dem Starship Cotton Candy. Da sind nur Profis, habe ich das nicht den Eindruck. Ja, ich klettere nicht. Mhm. Ich steige auf das erste Regal, aber das ist schon so alt und marode. Einfach unter mir zusammen. Und ich lande in einem Haufen Kisten, von dem die Hälfte aufgeht. Unter anderem 3 von Cats Pfeilenlieferungen. Das sind so Nagelfeilen liege. Also eigentlich so Metallfeilen. Ich hasse diese Katze. Während du in diesen Kartons liegst, schiebe ich dir so eine riesengroße Bibliotheksrollleiter entgegen. Ja, damit sollte es funktionieren und dafür gebe ich dann mal einen meiner Fettpunkte aus. Ja, kein Ding. Ja, ich kämpfe mich aus den Pfeilen raus und ich kann die Versen in Taschen und Kleidung und auch im Cyberbar. Und es ist inzwischen so verrobbert hat, dass sie total robbert hat. Entschuldigung, meine Gehörschaltkreise sind, glaube ich, nicht ganz in Ordnung. Die 5 Watt. Ist auch ein schönes Standbild gerade. Offensichtlich sind meine Augen auch kaputt. Ah, da ist sie wieder. Hallo? Und weg. Und wieder da. Ich hab mal die Region gewechselt. Ja. Weil gerade war, ich dachte, ich kämpfe mich aus den Pfeilen und ziehe sie mir aus diversen Taschen, Kleidungsstücken, Körperöffnungen und ich weiß nicht, wo sie sonst noch gelandet sind. Steck mir so eine Handvoll davon in so meine großen Hosentaschen für Cat, damit ich die Katze danach damit an die Schiffswand nageln kann. Und, und kletter dann mit dieser Trittleiter nach oben und hol mir die Platinen runter, die ich dann in sein Motherboard löten will und guck mal so, guck mal hier, Schimpfworte sind immer gut, alle Shakespeares gesammelte Werke, warum nicht? Quantenphysik, wer braucht den Scheiß? Findest dann aber auch die wenn du hochsteigst, die Treppe auch sehr schnell die Schimpfwortplatinen. Ich räume in der Zwischenzeit unten die Kisten ein bisschen auf, finde dabei noch ein bisschen Katzenminze. Ganz nice. Und ich guck mal, ob vielleicht auch sowas wie mit dem. Ich glaube, ich muss meinen Akku wieder aufladen. Tja. Auf jeden Fall D-R3X, deine Wahrnehmungssensoren nehmen etwas wahr, während deine Chefin da oben auf der Leiter herumklettert
Und du unten anfängst wieder aufzuräumen. Und zwar ein Klackern und Klickern. Ich schau mich mal um. Was dazu natürlich führt, dass die Taschenlampenaugen weggehen von dem, was da oben gewühlt wird. Einfach mal wild im Raum umher wandern. Ja. Und du meinst, irgendwo so ein Schemen zwischen den einzelnen Kisten erkennen zu können. Ein bisschen weiter nach vorne in den Gang hinein. Ich guck wieder zu dir hoch. Da hinten in der Ecke ist eine Lebensform. Tja. Okay, sehr. Charlotte ist eingefroren. Bewegt sich nicht mehr. Dann trippel ich mal in die Richtung, wo die Lebensform herkommt. Ja. Trippelst darüber und nimmst jetzt so eine Schnüffelnvase. Hallo, wer da? Wer da? Keine Antwort. Geh weiter in die Richtung, wo das herkommt. Ja. Stehst du bei dir irgendwo? Ist übrigens mittlerweile dunkel geworden. Mhm. Ah, ja, ich glaube, ich habe die... Aber nicht wieder an! Ja. Hallo? Du siehst so ein paar... Du siehst so ein paar Meter weiter so zwei kleine Blinklichter flackern, die jetzt gerade zwischen Regalen verschwinden wahrscheinlich. Komm zurück! Ich kann nicht mal springen! Da sind die Pfeile! Eilen! Ja, wir springen mal rüber zu Cat, wie... Der Esteban hatte dich in dein Quartier gebracht. Wie schreibt doch mal dein Quartier, wo du gerade aufwachst. Ja, mein Quartier ist vor allem vollgestopft mit allem, was irgendwie weich ist. Also irgendwelche Decken und Kissen, die überhaupt nicht mir gehören, die ich überall zusammengeklaut habe. Weil es ist weich, ist meins. Also wahrscheinlich auch irgendwie mal Wäsche, so vor allem, die irgendwann mal frisch aus dem Trockner war und jetzt, also keine Ahnung, da wahrscheinlich irgendwie so ein paar Mechanikerkittel, irgendwie, ja, im Grunde alles was weich ist, so ein paar Sachen, die glitzern, also ich habe so eine Ecke, die wie so ein Schrein ist mit irgendwelchen Folien, im Grunde totaler Müll, aber es glitzert, deswegen habe ich da wie so eine Ecke, Ecke drin und dann hängt in der Mitte von all diesem Glitzer hängt ein Bild von irgendeiner japanischen Boyband oder irgendwie sowas und ja, ansonsten ist alles halt, ja, die Farben relativ bunt gemischt, wie gesagt, Hauptsache weich und oder glitzerig. Mein ganzer Stolz ist tatsächlich ein Paillettenkissen, weil es ist weich und glitzerig. Ja. Machst wieder auf. Ja, ich streck mich und gähne. Ich will mir die Krallen feilen. Ich merke aber, dass meine Feile weg ist. Guck in der Schublade nach, wo die sein sollten. Hatte ich nicht vor einer Weile neue bestellt? Das wäre doch jetzt mal was. Und ja. Geh mal zur Poststelle, weil zu spät sein kann ich ja sowieso nie. Ja, machen wir auf den Weg. Jo. Geschlossen. Ich will doch nur ein Paket abholen.
geschlossen. Boah, komm schon, du Schofel, was soll das hier? Ich will nur mein Paket haben. Ein paar kleine Nagelfeilen. Kann so groß nicht sein. Name? Ketnian. Ich kratze mich so am Ohr, dass aus den kurzen schwarzen Haaren rausguckt. Moment, das gebe ich mal direkt mal in meinen Computer ein. Quartiernummer? 375. Mhm. Haben Sie einen Ausweis mit? Ich durchsuche so meine Taschen. Wer hält das? Und ich habe irgendwie so einen glitzernden Bibliotheksausweis. Das ist ein Bibliotheksausweis und kein Personalregistrierungschip. Aber es ist ein Ausweis. Sie haben nur nach einem Ausweis gefragt. Tippelt so drin rum. Ihr Paket wurde in den verbotenen Raum gelagert. Verboten. Und klacker so die Krallen aneinander. Deutet so auf die schwarze Tür. Jo, danke. Dann mach mal weiter hier, Schofel. Und dann schlendere ich in Richtung der schwarzen Tür. Weil ich mach gleich Feierabend. Was heißt das? Wollt nur Bescheid sagen. Mhm. Wenn er gerade nicht hinguckt, nehme ich leise irgendwie, was rumliegt, keine Ahnung, irgendein Stöckchen oder so, und schieb das so zwischen die Tür. Nicht, dass ich nachher eingesperrt bin. Ja. Ja, dann bist auch ja, du in diesem elendlich langen Regaldings. Es ist dunkel. Nur irgendwo ganz weit vorne sieht man noch so die Blinkeraugen von D-R3X. Ja, da ich ja eine Katze bin, reicht mir das. Kannst du ziemlich gut im Dunkeln gucken, ja. Richtig. Ja, von daher schlendere ich mal da so ein bisschen rum, suche nach meinem Paket oder nach irgendwas. Stolperst dann irgendwann über so einen ganzen Haufen Pakete. Richtig, irgendwann einfach nur so. Guck runter. Oh. Beug mich runter, heb so eine Pfeile auf und fang einfach an zu feilen, weil warum auch nicht, ja, ne? Das, von hinter euch kommt noch ein neues Geräusch. Nian! Nian! Ich ruf mal nach unten, bist du das? Nian, Summer! Nian, Summer, fang mich auf! Was? Bumm! Ich versuche zu orten, wo sie hinfällt, und weiche dann aus. Ja. Mit einem Charlotte, du landest in einem großen Stapel Kisten. Und bist mal wieder eingefroren. Naja, es gibt ein großes Wumms und Kromoms hinter dir. D-R3X. Drehe mich um, trippe wieder in den Gang, sehe, dass die Kisten, die ich eben mühevoll aufgestapelt habe, wieder schon wieder und trippe dann auch nochmal zu den anderen beiden. Ja. Was ist hier los? Verräter! Dieses Konzept ist mir fremd. Kommt es so gemuffelt, während ich so mit blutüberströmtem Gesicht, weil ich ja frontal mit dem Gesicht auf den Boden aufgeschlagen bin. Ja, du bist in die Kisten gefallen. Da bin ich? Ja. Das ist ja noch schlimmer, das sind ja Pfeilkisten. Wie viele Pfeile habe ich denn getroffen? Ja, sag du es mir. Vielleicht fragen wir einfach mal. War noch ein oder zwei Lieferungen Paillettenkissen dabei. Ja, einfach mal den 100, ne?
Ja, irgendwie ist die Verbindung jetzt nicht so cool hier. Noch mal letzten Satz nee, nochmal. Discord schmeißt mich die ganze Zeit raus. Ja. Kein Bossgegner ist so heftig wie Twitch-Ausfälle. Ja, es ist kein Twitch-Ausfall, es ist ein Discord-Ausfall, aber ja. Tja, also nochmal den letzten Satz. Ja, du. Ich? Du, ja, ja. Ja. Okay, ich bin die anderen fliegen nicht raus. Ich bin bäuchlings in dieser Kiste gelandet. Und ja, als ich mich jetzt aus diesen Kisten erhebe, bin ich so halbwegs blutüberströmt, habe 13 Pfeile in meinem Körper stecken. So einer in mechanischen Augen, einer, der Rest hier irgendwie über Körper, eine Hand. Pass auf, wir machen mal eine kurze Pause und Fehler startet mal vielleicht komplett den Discord neu oder so. Vielleicht hilft das ja. Also einmal kurz Pause, dann schauen wir mal, ob wir das mit dem Gehake hinkriegen. Bis gleich. Oh, nee, das da.
So. Da. Da sind wir wieder. Hoffentlich jetzt mit weniger Ausfällen. Drückt die Daumen. So, ja, also ihr seid immer noch in dem dunklen Kistengang des verbotenen Postoffice-Raums. Charlotte ist gerade in die großen Kisten mit den Pfeilen gefallen, hat sich die überall zwischendrin gebohrt. Der Wartungsdroide hat irgendwas Fremdes wahrgenommen, hat das aber nicht richtig gesehen, ist jetzt wieder zurückgekommen und Cat hat endlich ihre Nagelfeilen gefunden, die jetzt alle verstreut in Charlotte drin stecken. Ich sehe aus wie ein Igel. Ja. Ja, ich fall mir weiter ungerührt meine Krallen. Was hast du da zu suchen gehabt? Ich halt so die Kiste mit den Paletten, Platinen hoch, die ich in den Kopf des Wartungsdroiden löten will. Und streife mir mal so die Pfeilen ab, so. Ich gebe mir dafür mal einen Stress, ja? Wenn du was möchtest, gerne, ja. Ich halte das für logisch, nachdem ich da in diese Pfeilen geflogen bin. Ich habe noch den Karton mit dem Techno-Weihnachtsbäumchen in der Hand. Reicht dir, Nyan-san, das rüber? Das haben wir auch gefunden. Ich klemme mir das direkt unter den Arm. Das ist, natürlich, ja. Muss ich erstmal konfiszieren und dem Captain zeigen. Und auf gar keinen Fall in meine Kajüte stellen. Vielleicht liegt hier auch irgendwo mein neues Herz rum. Ich weiß es nicht. Hast du denn eins bestellt? Bestimmt. Aber ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich traue mich auch nicht zu fragen. So. Ich schlitter mal aus diesem Pfeilhaufen raus. Wieso bist du weggegangen? Warum hast du aufgehört zu leuchten? Wieso hast du mich in 4 Meter Höhe auf einem gottverdammten Regal zurückgelassen? Die Kommunikation bis da oben war wohl unzulänglich. Ich zeig dir gleich mal, was unzulänglich ist. Ich habe, ich zeig da in die Richtung. Ich habe dort ein Klackern gehört und ein Schnüffeln. Aha. Habe bei meiner Untersuchung nichts weiter herausgefunden. Na gut, das Klackern kann ich verstehen. Vielleicht fällt das Raumschiff hier auseinander. Aber schnüffeln? Schnüffeln klingt doch interessant. Und ich steck die Pfeile weg und wetz meine Krallen nochmal in irgendeinem Paket. Das von mir aus kann er los. Es fällt so eine Packung Gartenzwerge raus. Warum? Okay. Ich dreht einen unters Regal, einfach weil ich es kann. Ja gut, gut, geh mal vor, Richtung Schnüffeln. Ja, vielleicht haben wir einen blinden Passagier an Bord. Wir haben schon lange niemanden mehr durch die Luftschleuse geschickt. Ich gehe wieder dahin, wo ich das Schnüffeln zuletzt wahrgenommen habe. Mhm. Ja. Das scheint sich immer noch dazu irgendwo zu sein zwischen den Regalen, aber es ist, man merkt auch, es laufen immer so kleine Schatten in den zwischen den Regalfächern so hin und her und meistens von euch weg. Die Gartenzwerge, sie sind zum Leben erwacht. Ja, ich probiere einfach selber mal meine verbesserte Katzennase aus und ich ein bisschen rum, ob ich irgendwas was wahrnehmen kann. Es stinkt bestialisch. Kann ich den Geruch erkennen? Okay, wenn ich den Geruch orte, komme ich dann bei Charlotte. Ja, ja.
ich stehe neben dir. Ja. Bitte. Bitte. Okay, ich fange an zu riechen und man sieht so ein Haarknäuel wegfliegen. Was hast du denn? Er hat nur angefangen zu atmen. Das war ein Fehler. Und dann warte mal. Und dann schleiche ich mich ein bisschen weg und vielleicht auch nicht bemerkt zu werden, wobei unwahrscheinlich, aber ja. Bringen Abstand zwischen sie und mich und ja, aber halt so ungefähr in die Richtung, wo die Schatten hinhuschen und versuch dann nochmal, ob ich irgendwie zwischen den ganzen Paketen was anderes rieche als Staub. Ja, es ist irgendwie was Tierisches hier und du siehst auch irgendwie so kleine Fellknäule so zwischen den Paketen hin und her laufen. Sehe ich zufällig gerade einen Schatten vorbeihuschen oder so? Dann versuche ich mal, den so flink wie es geht zu greifen. Ja. Würfel mal gegen die 2. Dribbles. Oh Gott, nein! Hab ich auch schon dran gedacht. ja, 2. 2? Ja, schaffen tut man es eigentlich nur richtig, wenn man drüber ist. Okay. Könntest ja gucken, hast du irgendwie einen Fate-Punkt, den du ausgeben kannst, um deinen Aspekt irgendwie drauf zu rechnen? Irgendwas, was dir hilft? Boah, nee. Ich bezweifle, dass das Ding leuchtet. Nee. Ja. Nee. Nee, dann finde ich es auch nicht logisch, dass da irgendwas. Nee. Also höchstens, dass ich es vielleicht so halb erwische und ich habe ja die Titanium-versteckten Klauen, dass ich dann halt irgendwie noch ein Fitzelchen in der Hand habe oder so. Du greifst danach und es also es ist. Du denkst zuerst, okay, ich hab das Ding, aber dann windet es sich sofort aus deinem Griff heraus und fühlst nur dieses Fell und siehst ganz kurz in so ein rattiges Gesicht. Dann greift deine Hand so in das Paket unter dir und reißt das auf und es riecht jetzt penetrant nach Zuckerwatte. Ja, da ich für Süßes nur so mäßig zu begeistern bin und übers Schiff wahrscheinlich sowieso nicht Bescheid weiß, ignoriere ich das mal. Geh zurück und wisch mir so ein bisschen die Hand ab, weil klebrig und boah. Und sah aus, als wären es Ratten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ekelhaftes, klebriges Zeug, ey. Ja. Du schießt jetzt. Ach, Ratten! Nee, die Ratten waren nicht klebrig, da in dem Paket irgendwie. Keine Ahnung. Wollten wir einen Rummel ausrichten oder warum haben wir Zuckerwatte bestellt? Du hast die Zuckerwatte gefunden! Wir können jetzt nicht den Antrieb wieder benutzen! Wo ist die Zuckerwatte? Wir kommen hier weg! Das Schiff läuft mit Zuckerwatte. Ich weiß das. Ja. Ja. Da vorne irgendwo. Ich pack sie so an beiden Schultern. Bring mich hin! Und schüttel sie einmal so. Und dann nichts wie raus hier. Okay. Das Schütteln hat mir nicht so gefallen und ich bin eine bitchy Cat. Und darum führe ich dich erstmal um 5 Regale rum. Das wäre dann irgendwann
Vielleicht besser als wenn die Clown durchs Gesicht Paket rauskommen. Ja. So sicher, dass wir hier lang müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir laufen im Kreis. Hm. Ach, guck mal hier. Ja, da ist eine große Box mit Zuckerwatte. Sehr gut. Sind in den Boxen daneben auch Zuckerwatte? Wenn du die aufmachst, ja. Wunderbar. Ich nehme jede Box mit Zuckerwatte, die ich finden kann und lade sie mir selber auf oder drück die Kette in die Hand oder stapel sie auf dem Wartungsdruiden. Und dann, jetzt nix wie raus hier. Wo war nochmal der Ausgang? Oh nein. Wir sind verloren. Ah ne, warte, ich bin ja Navigatorin. Kann ich mich in diesem Lagerraum navigieren? In dem Moment, wo du sagst, wir sind verloren, geht auch meine Leuchten aus. Dunkelheit. Und um euch rum funkeln jetzt ganz viele kleine Blinklichter auf, was Skettins natürlich irgendwie wahrscheinlich triggert. Aber es sind keine richtigen Blinkel, es sind so diese Raubtieraugen im Dunkeln, die so aufblitzen. Rote. Oh, überall so ganz viele rote Augenpaare. Wenn mich niemand daran hindert, stürze ich mich auf die nächsten. Stieben auseinander. Nein, Cat, warte, Cat, nein. Wo, und hört, man, wo hört bist jetzt, du? Man hört jetzt so ganz viele schnatternde, schmatzende Geräusche. Ja, und das eine Regal, wo Cat gegengesprungen ist, geht jetzt so langsam. Pock, 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 pock. Domino Day. Domino. Okay. Pock, 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 pock. Die Regale sind natürlich so angebracht, dass sie im Kreis rumgehen und das Regal hinter uns auch noch umkippt. Ja, klar. Überall sind das die und alle Kisten sind rausgefallen. Und wir sind begraben unter einem Berg von Kisten, die aus 4 Meter Höhe auf uns herabstürzen. Hoffentlich haben wir keinen Abbruch gestellt. Ja. Während ich versuche, weiter die leuchtenden Augen zu jagen, solange sie noch da sind. Ja, sie sind auf jeden Fall noch da. Es sind mehrere kleine Augenpaare von, von Ratten. Ja, erwidere. Oder, keine Ahnung, miauze auf jeden Fall. Eine schnattert dich an. Was machst du hier? Katzending-Ding. Die Frage ist, ich versuche die ganze Zeit weiter zu fangen. Was macht ihr hier? Das gehört nicht hier. Gehören nur Pakete hin. Nein! Unser Planet hier! Mir. Ihr seid Eindringlinge, Dinge. Von wegen Planet, ihr Loser. Wir unsere Grenze sichern. Wir nehmen keine Flüchtlingskatzen hier auf. Ich will ja auch gar nicht aufgenommen werden. Ich will dich nur erwischen, leuchtendes. Pass mal auf, was du tust. Nimmt dann so, zieht so eine kleine Pistole, so in Rattengröße. Zielt auf dich. Keine Bewegung! Gong! Glänzt die Pistole? Nee. Oh, dann ist sie nicht interessant für mich. Wenn du nicht sofort stehen bleibst und aufhörst, dann macht's Fitz und dann ist da eine Katzending-Ding gewesen. Der Selbsterhaltungstrieb sagt nein, ist mir egal. Leuchtendes Ding. Ja, mach mal so ein.
Mach mal so einen Haps. Also mach mal, ja, würfel mal mit ja, wie habst du danach? Wahrscheinlich mit Flink, ne? Ja. Würfel mal mit Flink. Und ich würfel mal dagegen mit auch Flink, ob der ausweichen kann, der Kleine. Mit seiner Pistole. Ja. Was hast du in Flink? Ach so. Ah ne, Moment. Ach so, ich würfel quasi normal und dann wird... Du hast eine 1 gewürfelt. Was kommt? Was hast du in Flink? Ne, eine 3. Aber ich habe nur 3 Würfel gewürfelt. Dann muss du musst 4 würfeln. Ja, Okay. Stimmt, das sehe ich jetzt. Aber jetzt habe ich es auch kapiert. Mhm. Und auf das Ergebnis rechnest du quasi deinen Bonus drauf. Mhm, genau. Okay. Toll, ich hätte nicht nochmal würfeln sollen. Ja, also ich komme jetzt hast du minus 1 mit 2. Okay, dann entkommt er dir aber. Hä? Also, ja, ich komme bei 2 raus. Ja, dann entkommt er dir, weil er ist nämlich auch flink und kriegt plus 2 auf Flink. Deswegen hat er eine 4 und das nur eine 2. Okay. Entkommt dir. Auf sie! Und überall hört ihr so. Mach ich rum. Ja, ich und der Androide sind ja noch dabei, uns aus den Kisten wieder auszugraben. Mhm. Ja. Ab und zu hörst du mal so einen Hydraulikarm, der mal so ein Regal ein bisschen nach oben schiebt. Warte, ich hab's jetzt gleich. Also los. Komm raus, ich kann nicht mehr lange halten. Ja, okay, wir nutzen jetzt mal, Moment. Falsches PDF auf. Das da. Muss gerade mal was suchen und dann bin ich gleich wieder da. Moment, da, ja, hab schon gefunden. Okay. Ja, um euch herum, wenn ihr so die Köpfe aus den Kisten rausstreckt, sind überall so kleine Ratten mit teilweise so improvisierten kleinen Speeren und einer hat so eine große Kanone, die er trägt. Ja, also unterschiedliche Bewaffnung. Und, wahrscheinlich einige mit meinen Nagelfeilen bewaffnet. Ja, genau. Die haben die so zu Schwertern umgebaut. Ja. Ja. Und die greifen euch gerade an. So. Mit Widerhaken, das ist gegen die Genfer Konvention. Noch nie was von Genf gehört. Klingt aber wie Senf, das mag ich. In diesen Worten stürzt sich eine von den Ratten auf euch. Ja. Attacke! Minus 1. Okay. Ich möchte besonders tollkühn sein und mich ihr ungeachtet jeglicher Konsequenzen entgegenwerfen mit meinem vollen Körper. Gewicht. Schauen wir mal. Jo. Ja. Da treffe ich die mit 4. Ja, dann mach das einmal. Und du hast so wirfst dich ja nach vorne, hast erwartet, dass da Gegenwehr kommt, aber da kommt keine. Landest wieder auf den Kisten und es macht so Splat. Und unter dir sind überall Brei von so. Und so 4, 5 Ratten, die du gerade zerquetscht hast. Hoffentlich habe ich den Rattenkönig erwischt. Ja, der steht ja bei Cat. Au! Was macht D-R3X? Ich ratte in meinem Kopf blitzartig irgendwelche Kampfstrategie-Datenbanken durch und versuche dementsprechend zu antizipieren, was kommt und dann sehr flink einem Angriff auszuweichen. Ja, okay. Dann greifen die dich erstmal an. In meinem Kopf hast du einfach so Fahrketten. So wie Wall-E. So ein Karate-Sprung oder so damit. Nein, humanoid wie C3PO. Ja, okay. Ja, das ist eine 3 insgesamt, die dich da angreift. Eine 3? Mhm. Was ist denn damit? Fiel das Kamera schon wieder los? Ich hab eine 5.
Die Kamera von Feder leuchtet. Achtung, ja genau, stürz dich auf sie. Ja. Ich mach sie mal aus, das sieht ja heftig aus. So, ah, jetzt kommt's wieder. Okay, alles klar. Hä? Ich hab nichts mitbekommen. Also ich hab schon alles mitbekommen, aber was ist mit meiner Kamera? Ja, die kannst hat den Disco. Ja, kannst du ja später mal angucken. Das sah ziemlich komisch aus. Nicht für Epileptiker geeignet. Ja, der Wartungsdroide weicht den Angriffen der Rattenmeute aus. Und sie springen daneben. Ja. Und ja, Cat, willst du nochmal angreifen, Cat? Und den Rattenkönig nochmal schnappen? Natürlich, seine Augen blinken ja immerhin immer noch. Mhm. Ja, die blinken ja alle, genau. Dann stürze ich mich jetzt besonders flink auf ihn drauf. 3. Der hat auch eine 3. Du erwischst ihn irgendwie so an den Hinterläufen. Und ich würde sagen, gerade so, aber du fügst ihm keinen Schaden zu, aber du kriegst für die nächste Attacke einen +2 Bonus. Du hast ihn jetzt irgendwie eingeengt in so einer zwischen zwei Kisten. Und dann versucht er mal mit seiner Pistole mit nach dir zu schießen. Das ist eine 2 insgesamt. Ausweichen. Yay. Genau. Ja, da das vermutlich auch über Flink geht, komme ich auf 4. Ausgewichen. Es geht so rote Fitz-Laserstrahlen quer durch den Raum an euch vorbei und erleuchten das ganze Geschehen, ist so ein bisschen blitzartig. Irgendwo schlagen an der Wand, wo auch immer die Wand jetzt gerade ist, diese Strahlen ein und es ist mal gemacht so Britzel. Ich versuche im Ausweichen danach zu hauen, aber zu meinem Glück ist es schnell genug vorbei, damit ich nicht reinhaue. Es blinkt. Ja. Oh Gott. Ja, okay. Charlotte. Ja, Charlotte nimmt so zwei plattgedrückte Ratten, ein links, ein rechts, und beginnt halt so Nunchuck-mäßig so die Ratten um sich herum wegzuhauen, während sie ihrem Wartungsdroiden zubrüllt: Du hast dich doch in die Konsole gehackt! Wo ist denn hier der Hauptlichtschalter? Und dann attackiere ich mal die Ratten um mich herum. Mhm. Ich mache das immer noch tollkühn, weil ich ja immer noch nicht darauf achte, dass mir irgendwas passieren könnte. Mhm. Die können mir gar nichts! Und würde auf eine 2 kommen insgesamt. Ich weiß nicht, wie viele Ratten mir jetzt entgegenspringen. Da ist ein ganzer Pulk. Ja, ja. Das ist eine 5 insgesamt. Ich werde begraben unter einem Meer von Ratten. Ich würde sagen, die kriegen dadurch einen Bonus gleich. Sie jetzt gleich zu angreifen. So, der Wartungsdroide. Ja. Während ich an meinem linken Multi-Gadget-Arm ein bisschen so die Geräte, die ich da dran habe, durchschalte, bis ich zu einem Elektroschocker, mit dem ich auch schon öfters mal unser Taschenmesser. Unseren Antrieb kurz geschlossen, damit wir überhaupt von der Stelle gekommen sind, rufe ich noch Schere. Hinten an der Tür ist, also wegen dem Lichtschalter, hinten an der Tür, und würde dann mit dem Elektroschocker so mal auf so ein paar Ratten einpieksen. Das ist so ziemlich das Mutigste, was D-R3X machen würde, und dementsprechend mache ich das tollkühn. Ja. Immerhin 1. Der Pulk von Ratten stiebt auseinander und du triffst keinen einzigen davon. Alle auseinander. Stieben auseinander, als ob sie das gekommen haben sehen. Aber es britzelt und
funkelt auf, Cat, ne, hinter dir ja, auch noch. Ich guck hin, aber der hört ja zum Glück auf, weil er nichts trifft. Und dann, so. Ja, Cat, es funkelt und glitzert an allen Ecken. Ich denke, da kriegst du einen Fate-Punkt für und kriegst du jetzt minus 2 auf die Attacke. Aber du hast ja plus 2 durch deinen Angriff, deswegen gleicht sich das aus, ja. Oh, meine Wangen. Ja, ja, nicht mehr, ey. Bin ich auch, glaube ich, dran, ne? Ja. Dann, genau, ja, greife ich den Rattenkönig wieder an, der da eingeengt zwischen den Paketen hockt. Mm. Werfe mich also flink auf ihn. Das ist gut. Komm auf 5. Ja, diesmal erwischst du ihn. Und, ja, mit 5 sogar mit 5 sogar mit Schub. Das heißt, du fügst ihm erstmal, was habe ich jetzt? 2, du hattest 5, 3 Schadenspunkte zu. Moment, ich muss gerade nachgucken. Ja, und damit, also würdest du ihn auch kaputt machen. Wahrscheinlich ja. nach ihm gehapst und einmal verschwindet er mit voller Länge irgendwie im Katzenmaul. Oder im Menschenmund. Ja, ja, Menschen. Es hängt noch so der Schwanz raus. So. Wird dann wie so ein Spaghetti eingezogen. Das wollte ich auch gerade beschreiben. Ja, Entschuldigung. Ich mich umdrehe und das so mache. Also, haben wir noch Probleme? Du siehst, wie mein Elektroschockerarm gerade in alle Ecken leuchtet und vergeblich nach Ratten piekst. Ja, die stieben auseinander und die haben den Chef getötet. Lauft! Ja. Und ich huste so kurz und huste so eine winzige Pistole. Ja. Ja, landet irgendwo zwischen den Kartons. Ja, einen Haps. War der Rattenkönig schon wieder kaputt. Mhm. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Zuckerwatte? ich gebe denen noch mal eine Attacke, bevor sie abhauen. Das passt eigentlich ganz gut, bevor die das mitkriegen. Janis, wenn eine 3. Ich meine, plus 2, weil die dich angegriffen haben, dann wäre es 5. Och Gott, da kann ich ja nur mit einem äußerst tollkühnen Verteidigungswurf gegenkontern. Aber nein, ich habe nur eine 4. Dann pieksen und beißen die sich an dir fest und machen dir... Das hatte ich eben gesagt. 5, ne? Einen Schaden. Ja, dann. Kommt wild schreiend und tote Ratten schwingt eine Schalette unter den davonstiebenden Ratten hoch, die sich wild umguckt. Wo sind sie? Wo sind sie? Und sie ist total zerkratzt und überall sieht man so kleine Biss- und Pieksspuren und sie sieht einfach nur total fertig aus und. Tja, keine Ratten mehr in Sicht. Ja, haben zum sie noch geschlagen. Ja, ich greife nochmal quasi in so ein Paket mit Nagelfeilen, stecke mir nochmal welche in die Tasche. Fange mit einer wieder an zu feilen, weil waren ja jetzt in Aktion. Also ich habe alles, was ich wollte. Ich gehe dann jetzt. Würdest du mir einmal auf den Rücken klopfen? Ich hätte die Katze am Schwanz fest und hau dem Androiden auf den Hinterkopf. Dadurch löst sich der Wackelkontakt wieder und das Licht geht wieder an. Ah! Alles klar. Ja, du hast doch bestimmt auch so eine Leine, ne? So eine Schnur irgendwo bei dir eingebaut. Ich bin ein Androide. Ja. Natürlich. Hast du bestimmt. Dafür muss ich jetzt auch einen
Feldpunkt ausgeben, oder? Ja. Okay. Und dann fädel ich seine Rückholleine durch die Pakete mit der Zuckerwatte und da die nicht so schwer sind, werden jetzt einfach alle hinter ihm hergezogen, wie an einer Schnur. Ihr habt wieder Antrieb für das Schiff, ja. Ja, Gott sei Dank. Nichts wie raus hier. Ich navigiere uns mal Richtung Ausgang. Lass mich mal gucken. Wie scharfsinnig ich bin? Ja, mit 2 sollte mir das gut gelingen, denke ich. Oh ja, läuft schon. Jetzt, wo du auch wieder die Scheinwerfer von D-R3X hast. Ja, navigiere ich uns Richtung Ausgang. Ich habe die Katze so im Blick gepackt. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Weißt du? Naja, da du mich im Nacken packst, falle ich in Starre. Oh Gott, ich hab die Katze umgebracht! Nee, das ist ja, also vor allem bei Kitten, aber halt, ne, so eine Reaktion drauf, wenn man die da packt, dann, damit die Mutter die halt wegbringen kann. Von daher. Ja, das weiß ich ja nicht. Wegbringen. Ja, ich bring dich halt mit und ich rede jetzt halt mit dir und irgendwann kriege ich mit, so du bewegst dich gar nicht mehr so. Oh Gott, ich habe dir das Genick gebrochen. Dann lass ich dich fallen und guck mal selber an. Du hast Jans Hand kaputt gemacht. Ich räume mich ab, mache halt so einen Rückwärtspurzelbaum, stehe auf. Wieso geht's nicht weiter? Ich fand das gerade ganz entspannt. Mir ist gruselig. Dann schleife ich sie quasi so hinter mir her, über den Boden zum Ausgang. Ja. Tür auf, nicht raus hier. Können wir diesen Teil des Schiffs nicht irgendwie absprengen? Das Post-Office wird abgesprengt. Die Baupläne weisen eine Sollsprengstelle vor. Ach, wunderbar! Wo? Wir haben doch hier bestimmt irgendwo TNT. Ich würde dir am nächsten Display dann Bauplan zeigen, wo du die Sollsprengstelle findest. Sehr gut, kontaktieren wir den Captain. Wo ist der eigentlich? Kurz, wir gehen zum Captain. Vorbei an der Postlady, die Überstunden machen musste wegen uns. Ja, kommt beim Captain-Quartier an. Ja. Klopf, 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 Captain, klopf, 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 Captain, klopf, 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 Captain. Was geht denn? Captain, klopf, 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 Captain. Der dicke Troll macht im Feinripp-Unterwäsche die Shot auf. Was denn? War gerade so schön eingeschlafen. Ja, vor ihm steht sein zerstörter Navigator. Die erstarrte Katze und der Androide mit Zuckerwatte-Päckchen im Schlepptau. Oh. Was denn geht's, Captain, nicht gut? Krault so. Ich stehe blutüberströmt. Geht's, Captain, nicht gut? Ich kann einfach aufgucken in meinem falschen Auge. Geht's, Captain, nicht gut? Was denn? Ich weiß nicht. Geht es ihr nicht gut? Die braucht mal einen Weltraumurlaub, habe ich so das Gefühl. Oh ja, Urlaub hatte sie schon lange nicht mehr, das ist richtig. Ich hatte erst letzte Woche Urlaub. Ich werde das sofort eintragen, dass Cat wieder eine neue Urlaubswoche hat. Apropos Charlotte, warum bist du nicht auf deinem Posten? Es gibt eine Woche Urlaub abgezogen, weil du nicht auf deinem Posten bist. Ach Quatsch, Moment, Scheiße. Ich habe noch nie einen so unfähigen Navigatorin erlebt. Kann ich die Captain bitte erschießen? Ich möchte an die Kehle gehen. Mit meinem Cyberarm und ich den Kehlkopf raufreißen oder so. Das reicht mir jetzt. Besonders tollkühn und wütend, wie ich gerade bin, gehe auf die Captain los. Ja. Ja, und ich treffe ihn mit 4. Ich baller ihm einfach eine und schicke ihn ins nächste Traumland. Also, das reicht jetzt. Ja.
richtig schön unter das Kinn, so der Troll hebt ab, landet hinten in seiner Kuhle. Man sieht so eine Zeitlupe so hinten überfliegen. Das. Und ein Baum fällt. Charlotte dreht sich schweratmend zu den anderen um. Wenn mich jemand sucht, ich bin in der Medizinabteilung, lasse mich versorgen und danach bin ich wieder im Auskock. Und sorgt wer mal dafür, dass dieses Postoffice abgesprengt wird. Damit sollten wir genug Schub erzeugen, um uns bis zum nächsten Raumhafen nach Beta Goize zu schießen. Und dann stiefelt sie euch vorbei. Wenn du meinst. Soll ich mich um die E-Mail kümmern? Ja, mach das! Rechne damit, dass es in 10 Jahren gesprengt wird. Irgendwann so zwischendurch, so wo es keiner mehr erwartet. Längst schon gebaut. Ist der neue Cafeteria drin. Ja, der Captain erwacht wieder. Warum tut mir mein Kinn so weh? Hab ich falsch gelegen? Oh, Kate, hallo! Ich gucke in das Zimmer vom Captain, um gerade zu sagen, dass ich nicht weiß und weiß ich nicht, glitzert irgendwas bei, oder leuchtet irgendwas bei ihm? Irgendwo garantiert, ja. Ja, dann. Ja. Gerade zu antworten, stürze ich mich da drauf. Ah ja, die Katze. Ne, 3-3-3-X oder wie auch immer du heißt. Ich kann mir das irgendwie nie merken, diese verschiedenen Zahlen. Es ist niedlich, diese Katze, nicht wahr? Eine gute Besetzung für den Kommunikationsoffizier. Niemand ist hier kompetenter, Captain. Genau, das habe ich auch immer gesagt. So. Meine Kind tut mir so weh. Hatte Charlotte also Zeit, dir dieser Kosmos-Platine einzubauen? Ich glaube, ich muss mal zur Krankenstation. Mein Kind tut so weh. Vielleicht habe ich einen Zahnschmerz oder so. Wer weiß das schon so genau. Ich habe gehört, dort wartet eine sehr freundliche Navigatorin auf dich. Freundlich? Warum ist sie nicht auf ihr? Ich streiche noch, ich kriege ihren Urlaub gestrichen bis zum geht nicht mehr. Dieses unfähige Ding. Warum steht denn hier schon wieder? Hat sich heute schon mal was verbrochen? Hier steht schon eine Woche Urlaubsstreit. Cat, hast du dir gemerkt, wie viel Urlaub ich hier der Navigatorin streichen wollte? Quadrillion. Questillionische Stunden. Questillionische Stunden. Moment, das wäre ja die nächsten 20 Jahre, müsste sie da auf dem Ausguck sitzen. Aber was soll's, ich tipp's mal ein. Nach Postzeitrechnung. Postzeitrechnung? Ah, boah, das ist gut, Postzeitrechnung, das wird sie lehren. Ja. Quadrilliarden Stunden Postzeitrechnung. So, abgeschickt. Sehr gut. So, was habe ich verpasst? Gut, dass das über die Kommunikation geht. Was habe ich verpasst? Während ich immer noch selig zerflattere, was auch immer geblinkt oder geleuchtet hat. Oh, wie ist sie nicht süß. Ja. Und mich dabei, weil ich eine Katze bin und das weiß, auch besonders niedlich hinsetze. Ja, Katzen wissen sowas. Dieses gestiefelte Katerbild. Ach, nicht viel, Captain. Ich habe ein bisschen Zuckerwatte im Postraum gefunden. Ansonsten. Oh, hervorragend. Ich muss sagen, was meinst du, D-R3X? Beförderung? Wegen Beschaffung von neuem Treibstoff?
ist drin, ne? Ja, Beförderung. Also welcher Posten ist denn frei? Ich finde, die Navigation würde sie äußerst gut machen. Na, nein, die Navigation ist doch außerhalb des Schiffes, da sehe ich sie ja gar nicht mehr. Nein, 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 nein. Wie wär's mit... Türstopper. Was? Nein, erster Offizier. Ja, sehr gut, erster Offizier. Kent, trag das direkt, wenn du nachher mal ein, dass wir das an die Flotte schicken. Erster Offizier. Und was machen wir mit dem alten ersten Offizier? Der wird neuer Post. Ich guck ihn mit ganz großen Katzenaugen an. Danke, Captain. Jetzt haben wir aber gar keinen Kommunikationsoffizier mehr. Wie wär's hier DLY und so weiter? Kannst du das? Mit den richtigen Programmen wird das ein Kinderspiel. Ja, Cat, kümmere dich drum, dass er die richtigen Programme kriegt. Aye, aye, Sir. So, ich bin dann mal in der Krankenstation. Ja, ich glaube, mit diesem Beförderung und beenden wir für heute dieses Spiel. Gut, dann möchte ich jetzt und ich ganz gerne mehr sagen, Peter, das tut mir so leid. Meine Wand, ich kann es tut mir so leid. Aber es hat so reingepasst. So eine bittere Katze, ey. Ja, ich hab das gemacht. Ja, also für was super spontan ist es, also mich hat das jetzt heute echt... Das war mega lustig, ja? Ja, das ist definitiv, ja. Ja, ihr wird schon gefragt, welches System verwendet ihr? Eigentlich haben wir, also bis auf ein bisschen Würfeln, also das hättest du mit allem, das hättest du auch mit dem Gesichtswürfel machen können. Für tolle Geschichten erzählen braucht man keine, aber eigentlich sollte es Turbo Fate sein, ja. Aber ich glaube nicht, dass das heute irgendwie eine Rolle gespielt hat, welches System wir spielen. Und alle, die Engel erwartet haben, haben jetzt einen Kulturschock bekommen. Ja, also jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr irgendwann mal wie eine Zuckerwatte geformtes Raumschiff seht, fliegt einen großen Bogen drumherum. Ja, vor allem hält der neue erste Offizier blinkende Knöpfe für Torpedos ab. Und habt nicht Blinkendes an eurem Raumschiff, sonst wird das weggelootet. Ja. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Irgendwie schöner Ersatzstream für Engel. Gute Besserung nochmal an Yamera und Hotney, genau. Und wir hatten sehr viel Lachmuskelmassage. Und danke fürs Zugucken da draußen. Ich habe hier, wer hat denn hier die ganze Zeit Chibi Tava hat die ganze bist du Tava? Das ist Tava, ja. Ja, hallo. Danke fürs Kommentieren. Der Jairobi hat ganz viel geschrieben. Hallo. Und Akroma auch und Commander Comrade Mutt auch und Strafe oder Srafe, wie auch immer. Was gibt denn die Leute sich für komische könnte nicht Koali heißen oder so? Der ist ja schon vergeben. Ja, stimmt. Ja, Koali 1, 2, 3. Ja, danke auch an Alexander Roleplay für den Host. Und Asrael und Plastiklöffel auch danke für den Host. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Falls ihr das später guckt auf YouTube, hinterlasst doch mal einen Kommentar unten drunter. Wie ihr das Spaceship Cotton Candy mochtet. War das ein bisschen zu albern oder war es lustig? Sterb nicht vor Lachen. Wir hatten jede Menge Spaß und das ist ja wichtig. Ich würde sagen, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.